Albert, das ist mit Abstand die beeindruckendste Bronze, die ich je hier gesehen habe. Die finde ich Hammer. Da könntest du recht haben. Finde ich grandios. Eine tolle Arbeit eines berühmten, bedeutenden Künstlers. Mann. Bitteschön, der Herr. So, das würde ich mir auch hinstellen. Schönen guten Tag. Hallo. Darf ich vorstellen, Albert Meyer. Freue mich sehr. Freu mich. Ich bin der Horst. Horst, hallo. Christoph, das war schon nicht einfach, hier hinzuschleppen, oder? Ja, also mit dem Transporter ging es und dann hat man mich abgeholt. Das war schon was wiegt das Ding? Um die 42 Kilo. So, das Schöne ist, das klaut man nicht eben irgendeiner von der Fensterbank. Das steht, wenn das einmal irgendwo ist, steht. Steht richtig gut, ja. Also ich finde es wirklich großartig. Christoph, lass mal ein bisschen über dich reden. Was machst du beruflich? Ja, ich bin Elektromeister, bin selbstständig. Großer Betrieb, kleiner Betrieb? Nein, kleiner Betrieb. Zwei Leute sind wir. Du, das ist mal gar nicht verkehrt. Man muss halt alles gut organisieren. Hobbys? Ja, Hobbys. Ich bin mit dem Kaffeerösten angefangen und Barista. Ach, wie cool. Ja. Ich finde das ganz faszinierend, weil es ist nicht einfach, einen guten Kaffee zu machen. Ja. Wo hast du denn dieses Riesentier her? Ja, den habe ich von meiner Großoma mehr oder weniger geerbt. Ne? Irre. Die war eine Hausdame und hat von dem Hausherrn geschenkt bekommen. Ja, Wahnsinn. Albert. Ja. Hau mal einen raus. Diese Bronze ist imposant, gigantisch, sehr männlich. Ach, kann da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Kann man ganz gut erkennen. Ist ein Männchen, ne? Ist ein Männchen. Ist signiert hier mit Hoffmann. Ist ein österreichischer Künstler. Ist 1879 geboren und 1958 gestorben. Und Alfred Hoffmann war ein Künstler, hat an der Bildenden Akademie für Bildende Künste in Wien studiert, hat um 1900 den Reichelpreis bekommen, eine Auszeichnung für die künstlerische Qualität des Künstlers. Diese Auszeichnung wurde von den Professoren ihm erteilt. Das ist also eine sehr, sehr bedeutende Auszeichnung. Von wann ist dieser Bison? Dieser Bison ist Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, also um 1905 sowas. So alt ist er. Und es ist eine außergewöhnlich gute, naturalistisch, vollplastische Bronze. Der gute Bison ist kampfbereit, das kann man sehen an der Haltung des Kopfes. Und hier, wie er nach hinten runtergeht. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Haben wir da auch einen Gießereistempel, Albert? Nein, den haben wir leider nicht. Ich hätte ihn gern gesagt, aber wir haben nur die Signatur von Alfred Hoffmann. Kein Gießereistempel. Sag mal, unten der Sockel, das ist Marmor, das oder? Das ist Marmor und das ist Vollbronze. Haben wir irgendwelche Beschädigungen? Lieber Horst, wir haben ein paar Abriebstellen hier an den Hörnern. Und vielleicht hier etwas am Schwanz, aber ansonsten... Weil auch nicht schlimm ist, da sieht man auch, dass der Bronze ist, ne? Der Zustand ist perfekt. Super. Was möchtest du haben? Du hast dich ja ein bisschen informiert, Christoph. Zu Preisen habe ich an für sich nicht viel gefunden. Ne? Und da habe ich jetzt gedacht, der Materialpreis, der müsste so bei 500 Euro sein, denke ich mal. Ne? Aber naja, schauen wir mal. Wie viel gibt der Kunstmarkt für den Bronze-Bison her? In der Größe gibt es die relativ selten, muss man dazu sagen. Mein Schätzpreis für diese Skulptur ist 800 bis 1000 Euro. Okay. Ja, das ist ja schon mal knappe Doppelte von dem, was du. Auf jeden Fall. Ja? Dankeschön. Bitte schön, Christoph. Du bist ein ganz feiner Kerl, da geht's rüber. Ich drück dir die Däumchen. Dankeschön. Tschüsschen. Dankeschön. Alter Schwede, was meinst du, wenn einer auf dich losgeht, so ein Vieh? Ja, da sagst du was. Da heißt das nur Beine in die Hand und weg. Was schaffst du nicht? Die sind schnell. Das weiß ich. Ja. Ich würde auf den zulaufen, ein Puhai machen, dass da rotes ein bisschen Respekt kriegt, das dicke Vieh. Was meinst du, was der lecker schmeckt? Das irgendwie bei so einem Scheidungsanwalt oder so. Ich bin sehr nervös, gleich in den Händlerraum einzutreten und abwarten, was passiert. Nur keine Sorge, die gewichtige Bronze sorgt bereits für Begeisterung. Folgen nun auch üppige Gebote. Hallo, der Herr. Hallo. Guten Tag. Grüß dich. Hallo. Tag. Du hast aber einen Staatsbison gebracht oder Büffel.
Ja, ist schon stattlich. Ne? Ja. Wir haben geguckt und gesucht, die Gießerei. Ist das eine bestimmte Gießerei? Von der Gießerei hat man nichts gefunden, soweit ich weiß. Nur halt, dass es von dem Alfred Hoffmann aus Wien ist. Ah, ist in Österreich. Ja, natürlich, in Österreich. Ja. Ich finde einen Bären stark. Ich fange mit 880 Euro an. Ui. Ist es ein Bison oder ein Wiesent? Was haben die Experten gesagt? Bison, Wiesent. Bison. Bison zu sein, ja. Ich mache weiter mit 900. 1000. 1100. Ich mache noch 1200. Ja, ist auch ein perfekter Zustand, so wie ich das mitgekriegt habe. Ne? Kommen wir klar mit 1200. Darf ich auch mitmachen? Ich bin auch noch nicht fertig. Ich wollte sie einfach mal in den Raum schmeißen. Ne? Also, Ladies first. 1300. Walter? Sag du mal was. Nein, nein, ich mache das letzte Gebot. Nein, nein. 1500. Sarah? 1600. Walter? 17. Sarah? 1800. 1850. Sarah? 2000. Die wollte ich nicht machen. Hm. Aber? Das ist viel, aber mir ist er es einfach wert. 2-1. 2-2. 2-3. 2-4. 2-5. Okay. Wir sind weit über der Expertise, aber das macht mir gar nichts. 2600. Ich finde es schön, dass wir denselben Geschmack teilen. ich gehe aber jetzt raus. Okay. Jetzt kommt die finale Frage. Wollen Sie mir Ihre einmalige Figur von Hoffmann für 2600 Euro verkaufen? Gerne. Da, wo er hergestellt worden ist, da kommt er wieder hin. Dann gibt es jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Herzlichen Dank, der Herr, Ihr Geld und das Tierchen für mich. Gerne. Vielen Dank. War gut, ne? Auf Wiedersehen. Schönen Tschüss. Dank für Sie. Ihnen auch so, danke. Tschüss. Bärenstark. Wahnsinn, ja. Nee, der ist bisonstark. Gut, ja. Nicht bärenstark.